Oh mein Gott, Kalaschnikow. Oh, scheiß auf den Revolver, ey. AK-47. Lad mal nach hier. Oh, die ist schon gut, ey. Sturmgewehre sind immer geil. Ach, Schrotflinte will keinen Schwanz haben mehr. Ich hab gedacht, ich soll nur warten, aber irgendwie soll ich jetzt hier rumlaufen oder wie? Ich glaube eher weniger, oder? Oder vielleicht doch. Da vorne findest du Deckung. Wo sind sie denn? Hallo! Oh, es sind so viele Helfer! Meine PlayStation bricht ein und sie bricht auch. Tschüss. Ich hab gedacht, ich soll nur warten. Was erzählt ihr denn hier für einen Schmarren? Ach so. Ich bin doch am Arsch. Bums, bums. War keine gute Idee. Das war nur ein zweiter. Ich drück auch kein Viereck, ne? Das wär's gewesen. Und jetzt darf ich alles nochmal von vorne. Oh, Dennis. Warum bin ich denn immer sogar auf diese verkackten Nahkampfangriffe? Oh, sei schon mal weg. Von unten nur einer, ne? Du Sack. So. Jetzt kommt da nochmal zwei. Oder war da noch jemand? Ich weiß es nicht gerade. Es war gerade irgendwie unscharf hier. Kann es nicht schon gewesen sein, hä? Ich bin sehr produktiv, ja, ja. Ja, jetzt kommt er da hinten, ihr Schweine, ne? Immer dieses Warten auf spawnende Gegner, finde ich immer so ätzend, ne? Wenn irgendwie getriggert wäre, wenn man so und so an dieser Stelle des Spiels irgendwie ankommt. Oh mein Gott! Die werfen andere mit Granaten, ich finde das unglaublich. Ich will auch Granaten haben. Tschüss! Ist da noch ein zweiter, oder? War es das jetzt hier? Ja, das war's. Ich verstehe gerade immer noch nicht so ganz, was diese blaue Leiste da oben bringt. Ich kann die zumindest nicht einsetzen. Ich drücke lange dahin? Nein. Nein. Vielleicht muss ich das eben erstmal lernen oder so. Keine Ahnung. Ich gucke mich hier erstmal ein bisschen um. Genau. Gibt es hier was Interessantes? Nein! Gibt es nicht. Gut. Scheiße. Jetzt muss ich wieder durch das ganze Level wahrscheinlich zurückkämpfen, ne? Mit der Ollen jetzt hier noch im Gepäck oder was. Dann nicht mal wieder meine schöne Kalaschnikow. Weil die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ist das Raketenwerfer oder Scheinwerfer? Okay, Raketenwerfer und Motorrad draußen. Ein bisschen Munition sammeln. So 30. Warum ich da lang gehe, keine Ahnung. Ach ja. Na ne, da war ja hier. Tote Hose, nicht? Bis hier habe ich echt keine Deckung. Hört auf, hier rumzuballern! So, tot und. Du lebst immer noch. Oh mein Gott, geh mal zurück. Ich bin schon wieder tot, ich glaub das nicht. Ey, was ist das denn für krank? Ich kann hier auch keine Deckung nehmen. Weil das total kacke ist hier mit der Deckung. Fick dich! Fick dich, fick dich, fick dich, Deckung. Wenn du mich ein wenig danke. Heilst, dann könnte ich weiterkämpfen. Alter! Das sind doch die leichten Level. Verdammt. Ich hänge hier schon fest wie. Keine Ahnung, was. Ich sehe da drüben nach. Jetzt kommen die hier schon wieder angeschissen oder. Was, wo kommst du denn her? Warst du gar nicht tot oder was? Oh, Alter, verdammt. Ist doch nicht wahr. Ja, töte dich selbst, genau. Hey, es ist eine gute Idee. Danke, dass du immer stehen bleibst. Finde ich sehr, sehr sozial von dir, auf jeden Fall. Oh, jetzt gehen wir wieder mit so einer Granate auf den Sack. Das war, glaube ich, ganz schön knapp, oder? Der Penner da unten lebt noch? Ja, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Komm, jetzt aber hier. Das schaffen wir. Ich glaube an mich. Wenn nicht ich, wer sonst? Oh, Alter, Vater. Warum leckt das denn jetzt schon wieder? Kann ich noch mehr Schuss damit aufsammeln? Ja, drei. Wow. Ich bin beeindruckt. Man kann übrigens so zwei Waffen auf einmal mitnehmen, ne? Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? Oh, Alter, Vater, okay. Das ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Echt nicht.
Es ist nur... Ich gehe immer den falschen Weg, ne? Das ist unglaublich. Es ist nur kacke, dass ich hier keine Deckung finden kann. So, komm, jetzt kommt alle her. Okay, danke. Davon findest du Deckung. Und vielleicht muss man ein bisschen schöner, wenn ich hier mal Energie hätte oder sowas. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, komm mal hier hin. Ist auch okay. Kitty, was ist los? Du bist so Kitty, oder? So, okay, du bist auch tot. Da hinten habe ich noch einen. Oh, Alter. Die halten viel zu viel Schuss von der Waffe aus, echt. Dann geh mal hier hin. Nachladen habe ich. Das ist sehr, sehr gut. Da hinten ist er. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Toll. Matt, ich öffne jetzt einen Ausgang. Wurde auch Zeit. Geh, Kitty. Ich folge dir. Warte, Matt. Du kannst erst gehen, wenn der Level beendet ist. Okay. Das heißt dann wohl, es ist Hazard-Zeit. Weißt du... Das ist echt abgedroschen. Wie bitte? Schon gut. Geh einfach. Ich habe dir gerade ein weiteres Upgrade gestern. Ein Upgrade aktiv. Steigert es die Effekte der von dir genutzten Waffe. Ah, okay. Mit dem Eis-Upgrade verschießen deine Waffen gefrorene Projektile, die dein Gegner einfrieren und verlangsamen. Drücke oben, wenn die Upgrade-Anzeige voll ist, um das Eis-Upgrade zu aktivieren. Ah, okay. Wahrscheinlich ist es genau das, wofür die Leiste jetzt gut ist. Nur ich muss dafür erstmal Gegner sehen, glaube ich. Russische Soldaten soll ich verfolgen. Wahrscheinlich durch den Exit da, denke ich mal. Jetzt wird es interessant. Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Du wirst natürlich direkt irgendwas mal aus. Ist in dieser Gegend anders. Die ist nicht auf der Karte. Sie wurde wohl eingefügt, damit die Russen in den Nachtclub kommen. Hallo? Kommen hier auch nochmal welche, oder was? Ich werde es verfluchen, dass ich das gesagt habe, aber... Uiuiui, okay, ich bin weg. Ich hab gewonnen. Komm, Deckung! Hallo! Matt! Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Er will nicht mehr in Deckung gehen, was ist das denn? Ist das Spiel kaputt, oder was? Oder warum kann ich da nicht in Deckung gehen? So, tschüss. Da ist noch einer. So, tschüss. Das wie dann, ja, Kamerad. Das wie dann, ja. Tschüss. Ah, perfekt. Das ging echt gut. Jetzt mag ich die AK-47 wieder. Solange man auf den Kopf schießt, ist sie auch gut. Vor allem ist sie auch mega zielgenau, was ich auch sehr, sehr vorteilhaft finde. Oh, ich bin jetzt hier bei den Frauen gleich, oder? Tanzen die Frauen hier gleich wieder, bitte? Da hinten sehe ich tanzen Frauen, jawohl. Oh mein Gott! Deckung! Bier. Du bitte auch. Okay, danke. Hey, das finde ich cool. Das hast du davon nicht anzugreifen. Kann ich das wieder ausmachen irgendwie? Ach, das ist ja eine coole Sache. Ich kann das währenddessen wieder aufladen. Na dann. Okay. Oh mein Gott, das ist Gegner gespawnt. Warum sagt mir denn keiner? Oh. Ach, nur der da. Halb so wild. Jetzt bin ich wieder fast gestorben mit diesen verfickten Tussis, die hier rum... Ich kann schon sagen, Schlampen hier rumtanzen. Komischen Klone hier, ey. Was hat jetzt? Nein, hier ist nur eine. Komm, du bist meine Trophäenfrau. Nein! War doch umsonst, war ja klar. Bitte okay. Schenk uns was ein. Puh, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, was da los ist. Ups. Ich habe da wieder irgendwas mit dem Feuerlöscher gemacht. Oder die haben es selbst gemacht. Ist okay. Habe ich nichts mit zu tun. Jetzt kommen hier Western-Revolverhelden mit Russen und bösen Agenten, oder was? Da hinten sehe ich doch jemanden. Und der dicke Mann läuft wieder da unten rum. Das finde ich gut. Das heißt, Speicherpunkt. Ich muss noch kurz was gucken. Nee. Puh. Ich will trotzdem kurz noch was gucken. Okay, das ist das. Okay. Dann sind es tatsächlich immer Feuerlöscher, die explodieren.
Es schneit. Als wo wieder jemand in das Spiel gehackt war. Upgrade-Bücher. Soll ich jetzt nach oben oder nicht? Oder wie? Oder was? Weil nach oben wäre ja eigentlich sinnlos, weil da kam ich. Da war ich ja schon mal vorher, oder nicht? Aber irgendwie ist es doch sinnvoll. Ich gehe mal nach oben. Oh, eine Stripperstange. Wo ist die Stripperin hin? Ich kann nicht nach oben. Das finde ich natürlich schade. Trotzdem will ich wissen, wo die Stripperin hin ist. Mensch. Gut, okay, dann gehen wir da weiter. Da mit R. Jetzt wird der Ja, okay, das war scheiße, ja. Ah. Die Bühne hat mir jetzt nicht unbedingt die Deckung geboten, die ich brauchte. Hast du war ja gerade ein Speicherpunkt. Schieß auf den Stoff! Hui! Was? Wo? Wer? Wie? Da oben ist so ein Arsch. Ich hab ihn nicht getroffen. Fuck! Ey, ich verreck hier schon so oft, ne? Das ist unfassbar. Es ist das zweite Level. Das zweite verkackte Level. Aber ich finde das hier auch relativ doof. Deckungssuche. Du kannst natürlich zurückgehen, so. Okay, komm. Warte mal ab, würde ich sagen. Und jetzt? Warum muss ich das vielleicht mal spielen, wenn jetzt nicht die Sonne in mein Gesicht scheint? Ich finde irgendwie, dass ich ihn doch ganz schön treffe eigentlich. Oh fuck. Oh fuck! Wo ist die Granate? Okay, die hat er ziemlich gut geworfen. Wow. Habe ich den Arsch da oben hier auf dem Schirm gehabt? Wo ist er? Aber warum kann er mich treffen und ich ihn nicht? Das finde ich gerade echt zum Kotzen. Vielleicht brauche ich eine bessere Waffe, also eine zielgenauere Waffe. Habe ich jetzt getroffen oder wie? So, hervorragend. Puh! Das ging ja nochmal irgendwie gut. So, mit der AK-47 habe ich genug Munition. Das ist auch gut. Das ist ja nicht der erste Bereich mit den Tussis. Es gab insgesamt drei, oder nicht? Hallo, ihr Tussis? Nein, gut. Ach, da waren die Tussis ja komplett sinnlos, ey. Ist ja doof. Das Schlimme ist, man muss ja immer direkt Deckung suchen eigentlich, weil man nicht weiß, wo was spawnt. Jetzt ist die Tür hier zu, okay. Kein Problem. Grün, okay. Ich habe irgendwie gedacht, da oben wäre vielleicht ein Scharfschütze oder so. Andrei! Stratsvoy! Kolja! Privet! Stotidilyesh! General Neutronov? Ja, Methezert! Ich bin's! Deine erbärmlichen Versuche, die sowjetische Dominanz aufzuhalten, waren wirkungslos! Mann, das ist krank. Da ist er. Oh nein. Okay, das war dafür war mein Auge nicht schnell genug. Ich hab gedacht, man kann das kaputt. Okay, man kann es kaputt machen, alles klar. Gut, dann war das Einfrieren ja gar nicht vonnöten, so ein Kack. Ich will den General umbringen. Neutronov. Scheint auf jeden Fall ein Boss aus einem früheren Methezert-Spiel gewesen zu sein. Zumindest wo der dann hier fiktiv dran teilgenommen hat. Wie gesagt, ich weiß... Oh mein Gott. Raketen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Methezert-Spiele gibt. Wow, mal was Neues. Ich habe erneut die russische Überlegenheit bewiesen, indem ich Atomwaffen unter eure Vase in euer Land schmuggelte. Nase, General, das ist nicht, wonach es aussieht. Sie irren sich. Wenn du denkst, du kannst mir das ausreden, bist du der, der sich irrt.
Sie schaffen es nie rechtzeitig, mich zu entwaffnen und die Bombe zu entschärfen. Die Sowjetunion ist eben überlegen.